Wir haben was rausgefunden. Wir haben eine Idee entwickelt. Ja. Und zwar in Folge 17 von Talos-Prinz. Super oder so. Das Talos-Prinzip, genau. Wir haben einfach die Kiste auf unseren, auf das Ding raufgestellt. Auf den Summer. Dass wir da noch nicht früher gekommen, drauf gekommen sind. Richtig. Dass man sowas machen kann. Und zack, da ist er. Und Flo! Geht es direkt zurück. Oh, sogar gut. Aus dem Level raus. Sehr freundlich. Das haben wir, da ist noch einer. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Der ist links gewesen. Links, das ist rechts. Hinter dir. Links, links, da. Auf der anderen Seite. Das ist jetzt noch was zum Einsammeln. Ja. Ist Information, die über die Zeit hinaus übermittelt wird. Lebende und Tote sind nichts als ein Teil derselben Kette. Verbunden durch simple Chemie. Dies trifft auf alle Spezies zu. Aber die Menschheit scheint dieses Prinzip weitergeführt zu haben. Dank moderner Technologie haben wir Zugriff auf die Ideen und Gedanken von Menschen, deren materielle Körper nicht mehr existieren. So. Was sehe ich hier? Ich werde diese Korruption in meinem Garten nicht erlauben. Hinfort! Okay. Was? War das einfach wegen dem Tagebuch? Das weiß ich nicht. Das war ja fies. Jetzt hat er das Tagebuch abgebrochen. Sau. Okay. Das reicht noch nicht. Da ist noch ein Krieg. Den müsste ich eigentlich auf alle drei kriegen. Ja. Muss ja irgendwo ein Stopper sein. Ein Stopper? Ja, was war denn oben? War das eine Kiste einfach? Das war, ja. Na, ist es jetzt nicht ein Level gewesen mit Zeitstopp? Nee. Ah, okay. Was machst du? Willst du nicht den Ventilator geben? Ja. Ich hab bloß das rote Ding nicht gesehen. Achso. Ah, ich muss da einen draufstellen, ne? Genau. Ja. Den einfach nochmal nehmen. Dann geht aber das Ding zu. Nee, den. Den da nehmen. Ja. Und alle drei, also die zwei und den da hinten. Nehmen. Den Connector hinter dir. Nehmen. Ach so. Das Problem ist, wir brauchen eine Kiste. Weil der sonst wieder runterfällt. Ja. Da wäre einer, aber da kommen wir nicht ran, wenn ich die nicht vorher umleite. Ja, dann leite ich die doch erstmal um. Das meinte ich mit fühlen. Was? Das meinte ich mit fühlen vorhin. Mit fühlen? Ja. Nee, einfach nach links. Da kannst du. Was machst du denn nicht? Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Also, da geradeaus. Reicht der Winkel dann? Nein, da ist ein Zaun dazwischen. Achso. Entschuldigung. Dann habe ich nichts gesagt. Aber ist ja kein Problem. Ich muss jetzt gerade da nicht hin. Es reicht ja, wenn ich. Den kann ich ja hier. Nur die beiden öffnen soll. Dann kann ich den ja hier woanders hinstellen. Achso. Ja, das stimmt natürlich. Dann müsste ich eigentlich ein besseres Ergebnis bekommen. Na, so. Ja. Haben wir noch einen zweiten? Einen dritten? Der macht gerade die Tür drin auf, ne? Ja, stimmt, wir haben noch einen dritten. Der muss die Tür natürlich da drin nicht aufmachen. Das ist natürlich völlig richtig. Aber dass man nur, um an eine Kiste zu kommen, drei Connector braucht. Wirkt ein bisschen albern, ne? Ja, schon ein bisschen. Nach dem, was wir sonst immer geschafft haben. Ja. Bams. Zack, meine Kiste ist da.
Einer müsste noch sein, ne? Ja. Der da, genau. Zack. Achso, ja. Hatte ich jetzt schon fast wieder vergessen. Ja, ich nicht. Und das sollte jetzt hoffentlich funktioniert haben. Nein. Achso, ja, klar. Klar, weil? Klar, weil den von der blauen Tür nehmen und dann einfach umleiten. Ja. Meine Idee fand ich besser. Nee. Achso, oder den. Ja, den kann ich ja nicht machen, weil dann ist er. Das ist korrekt. Und jetzt stell dir vor, dass du dafür noch Stopp. Also diesen. Nein, mache ich nicht. Aufnahmeding bräuchtest. Haben wir. Oh, zweiter Stock ist damit auch entsichert. Ja, schon zwei für den dritten. So, haben wir hier sonst noch was? Naja. Können wir nochmal mit dem Sphinx rumlaufen? Eine schöne Sphinx. Was ist das? Weiß ich nicht. Da geht irgendwas an und aus. Hinter dir? Da drin. Achso, das ist wegen den Teilen, ja, ja. Ja. Ich hätte fast schon gedacht, das ist eine Sphinx. Pyramide? Nee. So, damit ist da alles. Das sieht gut aus. Jo. Na dann raus hier ins nächste. Klingt nach einem Plan. Oh, ja. Da ist noch ein QR-Code. Tja. Das Unrecht zu richten. War das wieder Samsara? Habe ich vergessen. Vier. Fünf. So, Play. Ha, 300 Play. Ah, Dreck. Ich weiß, was auf mich zukommen wird. Ja. Du hast viele der Rätsel dieses Landes gelöst. Der Weg, der vor dir liegt, ist noch weit. Und viele Tore bleiben verschlossen. Was? Finde Trost in deinen Errungenschaften und im Stolz deines Schöpfers. Willst du nicht erstmal einen Computer? Nein, eigentlich will ich den Stern da oben haben. Du. Ja, der wir sind doch Admins. Drei. Ja, das sind sowieso nur drei Dateien. Komm, anklicken. Scrollen, gibt's nicht. Schließen. Klicken. Schließen. Bald erhältlich. Dein Sohn in 3D. Okay, strange. So. Kriegst du nicht, musst du aus dem Level das Blau rausleiten. Ja, zwar aus dem Level. Wie wir das gleich schon wieder erkennen. Ja, Herausforderung haben wir hier nicht. Das ist ein Play-Ding. Das ist nur Play. Ist ja eklig, ich will doch nur das Blaue haben. Oh. Ich mach das nicht. Machst du zur nächsten Folge. Boah, du bist so ein Napp. Ich habe jetzt keine Lust auf das Play. Du hast damit schon Übung. Meinst du nicht? Oh. Guck mal, ich hole das hier, wo man drei Sachen braucht. Das ist doch cool. Ja, toll. Das funktioniert natürlich nicht. Aber hier sind jede Menge Schalter und hier ist eine Kiste. Machst du damit die Schranke zu? Ja. Das ist auch mal. Mach mal kurz nochmal auf. Erstmal wollte ich mir den hier holen. Ich glaube nämlich, dass wenn du die Tür zumachst, der Luftstrom aktiviert wurde gerade. Ja, das kann sein. Ja. Ja. Tja. Das ist natürlich interessant. So, hier ist ein Laserstrahl. Kann ich den irgendwo hinleiten? Weiß ich noch nicht. Ich guck mal, was hier drüben ist. Ja, deine Gefangennahme. Nein, ich kann's aber. So.
Ach, das heißt, schön, wenn du das gerade im Play machen wirst. Ja. Das heißt, ich könnte zum Beispiel hier die Kiste einmal rüberjagen. Zum Beispiel. Die darauf legen und den Spammer holen. Jammer. Ja, ich weiß. Dann kann ich den hierauf richten. Und dann haben wir das schon mal. Mhm. Dann ist die Reihe sauber. Ja. So, sinnvoll wäre es jetzt vermutlich, den hier drauf zu stellen. Ne? Mhm. Und dann landet der irgendwo da hinten. Ja. Und ist jetzt vermutlich weg. Da ist er. Hier ist der... Das ist, glaube ich, Rückweg. Würde ich sagen. Ja, vermutlich. Ich glaube, den brauchst du einfach nur, falls du... Nee. Das macht keinen Sinn. In der Theorie müsste ich jetzt doch hier irgendwie den da durchjagen können. Du brauchst die Kiste wieder vorne. Weil du sonst nicht die Tür aufbekommst zum roten Strahl. Ja. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich mit einem einzigen Strahl... Kann ich nicht einfach eigentlich... Den brauchst du nur zum Absetzen, zum Aktivieren des Dings. Und gleichzeitig... Nein. Achso. Nein, okay, das funktioniert nicht. Ach, da kann ich die Kiste... Kann ich da aber... Funktioniert das nicht eigentlich einfach so? Also ich meine ja nur mal. Nee, glaube ich, funktioniert aber nicht. Schade. Ich dachte, das ist eine gute Idee. Nee. Probier mal lieber was anderes. Okay, warte, so. Jetzt habe ich die Kiste drüben liegen. Ach, ich habe gemacht für den nächsten Level. Mach's nächste Level. Ja. Tja. Minuten haben wir auch nur gebraucht. Boah, die sind... Moment, Samsara wurde doch gelöscht, denke ich. Tja, vielleicht war sie hier vorher. Wir sollten uns mal die Versionsnummern einprägen. Ja. So, das machen wir noch. Das machen wir noch. Hast du jetzt Übung? Genau, rotes Licht. Blaues. Blaues Feld. Das ist natürlich wieder eine tolle Voraussetzung. Natürlich auch cool, eine Doppelaktivierung. Na? Okay. Das bringt jetzt was? Du könntest dich halt auf eine Sache raufstellen. So könnte ich es greifen, ne? Hm. Wenn es so ist, kann ich es aber nicht greifen, ne? Wahrscheinlich nicht, ne. Das ist schade. Hm. Das heißt, ich brauche da noch irgendwas. Kriege ich davon jetzt irgendwas mit? Nee, ne? Nee. Gut, dann gucken wir mal, was in der anderen Tür ist, ne? Scheint so. Hier ist noch ein roter Laser. Du könntest also quasi Kiste gegen Connector tauschen. So. Sind wir jetzt nicht damit fertig? Nee. Also die Kiste musst du jetzt gegen den Connector hinten tauschen. Aber kann ich jetzt nicht eigentlich einfach schon... Den Connector muss da drauf stehen bleiben fürs Rote. Ach so, okay. Jetzt weiß ich, wo das... Okay. Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Hm.
Jetzt muss ich ihn doch erstmal mitnehmen, ne? Mhm. Aber es geht ja jetzt mittlerweile fix hier, ne? Ja, wenn wir es erstmal geschnallt haben, dann richtig. Na komm. Ich hätte gedacht, das funktioniert jetzt einfacher. Okay. Das kommt jetzt unerwartet. Also, brauchst du echt zwei Kisten für einen Connector? Das wäre ja krass. Wirklich? Aber ja, es scheint die Lösung zu sein. Das war blöd. Ja, aber es ging noch. Nein. Das war jetzt schon eher so ein bisschen. Nein. Ja. Sorry, die kleine Unterbrechung. Also, war für euch keine Unterbrechung, aber für uns. Technik und so. Technik, die begeistert. Also, wir waren ja im Prinzip fertig gewesen. Ne? Jetzt ist das hier verbunden, das ist verbunden. Jetzt müssen wir nur noch den abholen. Wir hatten jetzt bloß Angst, dass die Audioaufnahme komplett abgerauscht ist. Aber genau. ist sie nicht. Und damit haben wir das. Kannst gleich nochmal zurück und da den blauen Pfosten aktivieren. Ach nee, der war da. Ja doch, passt. Nee, doch nicht. Schade. Bräuchte mir doch noch eine Kiste? Kriege ich da eine Kiste? Nee, ne? Nee. Außer wenn du es zurücksetzt. Aber du brauchst zwei von den Konnektoren. Aber die das ist auch die falsche Seite. Das ist die falsche Seite? War der nicht hier links? Nee. Der ist auf der anderen Seite. Hä, was ist denn? Ach, das ist nur ein QR-Code. Ja, der ist hier. Ah, wir brauchen noch einen Ventilator. Tatsächlich. Na gut. Machst du in der nächsten Folge. Genau. Mit diesem QR-Code verabschieden wir uns. Von Dog. Was? Von Dog. Von... Ah. Von Dog. Ja. Mann, bei... Nein. Ja, okay, Nein. Nick, wir haben's gerafft. So, jetzt hab ich's. Macht's gut, Leute. Macht's gut, tschüss. Tschüss.